Also ich weiß, hier ist natürlich geht es um die Wahl, die in Hamburg ja bald stattfinden wird. Aber es ist keine Wahlkampfveranstaltung. Das heißt, ich gehe mit einer Stimmung hier rein, mit einem guten Gefühl, dass wir die nächsten Wochen nochmal benutzen können, zu mobilisieren, zu werben, die Menschen zu überzeugen, sich einzubringen, teilzunehmen an einer demokratischen Wahl, demokratische Kräfte zu wählen. Und ich glaube, nach 199 Männern an der Spitze in Hamburg wäre es jetzt mal an der Zeit, dass die Frau das Ruder übernimmt. Was wird hier Ihre Botschaft sein? Meine Botschaft ist, dass es darauf ankommt, bei allen Unterschieden, die wir haben, bei allen politischen Unterschieden, dass wir uns selber auch ein Stück weit auf den Arm nehmen können, dass wir selbstironisch bleiben sollen, dass wir die Lebensfreude nicht verlieren sollen, dass wir aber auch nicht vergessen sollen, was die großen, großen Herausforderungen sind, vor denen wir stehen. Die Erde, die brennt im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir nach Australien schauen, wenn wir in den Nahen Osten schauen. Und sie brennt auch bei uns, wenn nicht nur Politiker und Politikerinnen, sondern Künstler oder Kirchenleute bedroht und angegriffen werden. Also Zusammenhalt. Zusammenhalt für die Demokratie. Letzte Frage. Was lieben Sie an Hamburg? Was ich an Hamburg liebe, das Meer, die Freiheit, den Blick nach draußen und die Ethik der Seefahrer, die die Menschen retten und sie nicht ertrinken lassen, wie das, was im Mittelmeer da gerade passiert.